Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever. Ich habe ja am Mittwoch angedeutet, dass wir vielleicht mal hier rüber gehen und uns da mal ausbreiten und die Linien für den Personenverkehr bauen. Ich würde sagen, da warte ich noch eure Kommentare ab, weil ich nehme jetzt direkt die Folge auf nach der Folge für Mittwoch. Kekstorf würde ich sagen, schließen wir heute an. An Berlin dann. Aber ich würde doch einmal gerne gucken, ob wir Zuglinien haben, die ein Oh, ich habe vergessen, die Linien umzubenennen. Gut, dann mache ich das wohl nach der Folge. Ob wir Linien haben, die negative Zahlen schreiben. Ja, wir haben einige. Wenn wir uns allerdings hier den Reiter angucken, haben wir doch genauso viele, die Plus machen. Ja gut, hier ist der Zug vielleicht eindeutig zu lang. Aber ich hoffe, das kommt. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich hier alles entwickelt. Dann könnte das auch irgendwann positiv werden. Müssen wir abwarten. Die Linie gibt es schon ziemlich lange. Warum macht die denn? Die gibt es schon 13 Jahre. Wir schreiben jedes Jahr rote Zahlen. Da sollten wir vielleicht mal dran gehen. Luxemburg Brot macht auch 1 Million Verlust. Okay, wir fahren auch nicht voll. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir die Sachen rüberbringen. Hier müssen wir auf jeden Fall mal hin. Was haben wir noch hier? Ja, okay, hier bei den Waren, da müssen wir noch, würde ich sagen, dem geben wir alle noch Zeit. Aber zwei Linien, da würde ich sagen, bevor wir uns jetzt um Kekstorf kümmern, dass wir da, jetzt haben wir hier zwar 800, haben wir da jetzt gekriegt, 800.000. Dass wir da mal was dran machen. So, die Linie ist ja relativ kurz. Wir haben jetzt da 74 Treibstoff. Wir haben 200 Kapazität. Das ist viel zu viel. Hier brauchen wir, glaube ich, einfach einen kleineren Zug. Vielleicht 150 Kapazität. Ich weiß nicht, wie viel würden denn in Martu verlangt werden. Okay, 350 ist natürlich auch eine Hausnummer. Die muss man auch erstmal beliefern. Ich würde trotzdem sagen, wir machen hier einen kleineren Zug. Ich würde sagen, dann brauchen wir auch eine schwächere Lokomotive. Da müsste ja... Ah, wir haben halt eine Steigung, die müssen wir überwinden. Aber da müsste ja der schon reichen. Der hat nochmal... Sparen wir nochmal 300.000 im Jahr von Betriebskosten. Und Waggons... Bräuchten wir die ja dann gar nicht, dann würden ja sogar die reichen. Wenn wir davon 11 Stück machen, haben wir 100 Kapazität. 6, 7, 8, ach so, kann ich auch hier wieder sehen. 11, jetzt haben wir 99 Kapazität, das sollte doch hoffentlich reichen, um Geld einzusparen. Gut, wir haben jetzt noch mal 3 Millionen ausgegeben für den Zugersatz. Der Zug wird jetzt auf jeden Fall kürzer. Hat viel weniger Betriebskosten. Aber wir müssen jetzt erstmal wir sollten jetzt erstmal die 3 Millionen wieder reinholen, die wir halt jetzt investiert haben, nenne ich das jetzt mal. Eigentlich macht man das ja meistens genau umgekehrt. Die müssten wir jetzt halt wieder reinholen, dadurch, dass wir die Betriebskosten sparen. Aber ich denke mal, wir lassen die Linie jetzt erstmal so laufen. Vielleicht ist das auch zu wenig, da müssen nochmal Waggons dran. Was haben wir für eine Leistungsbewertung? Gut, okay, dann könnte man da bestimmt nochmal auf 15 Waggons oder sowas was dranhängen. Nur da ist wohl gerade eine Mod aktiviert worden, dass da so viele Fahrzeuge kommen. Ja, wir können mittlerweile auch eigentlich alles einmal erneuern. So, wo haben wir denn unseren Luxemburg-Zug gerade? Er fährt schöne 100 km/h, der fährt konstant seine Linie, das könnte der hier sogar gerade sein. Ja. Der hat natürlich auch weniger als die Hälfte geladen. 120 ist die Kapazität. Und so... Na, so viel... Also, wir haben 34% geladen, das ist noch nicht mal viel. 34% abgedeckt. Hier liegen jetzt 21.
Hier bräuchte man vielleicht mal ein anderes Fahrzeug. Vielleicht sollten wir hier mal dann das Ganze größer machen. Deshalb tue ich dich mal beiseite. Dortmund Kombi. Guck mal auf die Finanzen. Okay, das sieht sehr gut aus. 3,8 Millionen. Hier ist zwar noch ein bisschen Platz. Hier ist noch ein bisschen Platz. Da ist noch ein bisschen Platz. Das ist in Ordnung. Die Linie tue ich erstmal weg. Ja gut, wir könnten natürlich jetzt dasselbe machen. Hier machen wir den Zug kleiner. Oder wir machen den Zug größer. Ich guck mal ganz kurz, was die Fabriken sagen. Die wollen mehr angeliefert bekommen. Heißt, die Möglichkeit besteht. Das heißt, hier wird dann stehen, mehr abzutransportieren. Ja, okay. Dann müssen wir halt hier mal die Züge verändern. Wir haben 400 Meter Platz. Wir haben 217 Meter. Oh, hier haben wir sogar noch einen kleinen Bahnhof. Habe ich das mit den 400 Metern erst danach gemacht? Ja gut, dann haben wir hier halt nur 320. Ich würde sagen, die nutzen wir aber dann auch voll aus. Wir teilen uns die Linie ja mit dem Zug. Der hat eine Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h. Ja gut, dann sind wir auf 320 Meter, glaube ich. Ja, 320 Meter ist das Minimum, also beziehungsweise bei beiden ja jetzt gleich. Das heißt, wir fahren dann, weil wir machen einen Zug 320 Meter lang, der mindestens 100 km/h fährt. Weil der kommt hier ja schon mit 100 km/h an. Hier haben wir sogar einen automatischen Fahrzeugersatz. Kommt der mal raus. So, wir haben jetzt diesen Zug, der macht 2300 kW. Hier hätten wir 3,3, hier hätten wir, gut, der fährt 90. Hier haben wir jetzt einige gekriegt, aber ich glaube, das sind alles eher, oh ne, mittelschwer und Güterverkehr sogar. 2000, das habe ich vorher gesagt, 2300, ja gut, das ist auf jeden Fall kein Gewinn. 2,5, super. Ja, aber wir wollen ja fast 100 Meter länger werden. Das heißt auch, wir brauchen irgendwas Großes. Das ist auf jeden Fall keine... Oder? Den würde ich ungern für... Also der passt für mich nicht in den Güterverkehr. Dann würde ich doch sagen, auch wenn die 140 fährt und groß ist, nehmen wir die. 3300 haben wir nochmal einen Tausender mehr. Vielleicht auch... Da müssten wir jetzt die Waggons haben. Haben wir vielleicht noch irgendwas anderes? Die fahren 100 km/h. Können Vieh und Getreide. Also hier könnten wir alles transportieren und das wird sich dann auf. Oh, ob das so gut ist. Soll das schon konstant eigentlich bei beiden mitnehmen? Okay, jetzt ist halt die Frage: Nehmen wir die einfach, weil die mehr packen? Wenn wir das jetzt runterrechnen, 11 Tonnen bei 8 Kapazität und 18 Tonnen bei 13 Kapazität, gewinnt eigentlich der. Na gut, die Länge ist dann auch entscheidend. Ladegeschwindigkeit ist natürlich auch interessant. Aber ich glaube, wir bleiben hierbei. So, wir haben jetzt 16 Meter gehabt. Heißt, wir haben jetzt 150 Meter Platz. Das heißt, 16 Meter müssten wir jetzt auf 170 kommen. So, dann haben wir jetzt 15 Waggons davon und machen 15 Waggons hiervon. Jetzt haben wir 316 Meter von 320, passt optimal. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Leistungsbewertung bei mittelmäßig bleibt. 34 Millionen ist natürlich jetzt eine ordentliche Stange Geld, aber wenn wir uns jetzt angucken, wie viel Geld wir mit der Linie machen, ist das völlig legitim, dass wir für die beiden Züge mal 34 Millionen investieren. Was natürlich jetzt schade ist, der Zug ist 4 Jahre alt. Da hätte man auf jeden Fall Geld sparen können. So, jetzt möchte ich aber auch ganz gerne, dass mal einer dieser Züge ersetzt wird. Oh, wir haben 3 Züge sogar. 28 Jahre, ja gut, die beiden sind relativ jung. Der ist relativ alt. Da passt das vielleicht bei dem, dass wir dann doch jetzt den Ersatz gemacht haben. Ist das hier vielleicht einer? Ja, der will gleich
aufladen, dann kann er auch direkt mehr aufladen. Und, aber hier lädt einer ab, das geht schneller. So, bitte lass die Leistungswertung gut sein, sonst müssen wir mal gucken. 3,52 Millionen bringt einen Zug. Das wird natürlich jetzt auch dann immer mehr, weil wir dürften jetzt 120 von jedem hinbringen. So, haben natürlich jetzt den ganzen Bahnhof. Leistungswertung ist mittelmäßig. Okay, das passt. Dann würde ich sagen, verändern wir gar nicht so viel an dem Zug hier vor allem. Weil wir liefern jetzt mehr Getreide, wir liefern jetzt mehr an, dadurch könnte auch mehr produziert werden. Deshalb würde ich den. Ja, wir würden ja auch wieder in Vorkasse treten, wenn wir jetzt den erneuern würden und kleiner machen würden. Deshalb würde ich sagen, die Linie schließen wir. Was war jetzt mit der Linie? Macht auf jeden Fall Gewinn. Was hatte ich denn mit der Linie vor? Oh, weiß ich gerade nicht mehr. Dann kommt die Linie weg. Dann kümmern wir uns jetzt um Cakesdorf. Das wird auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Gucken wir uns mal an, wo die ganzen Gebäude sind. Und was wir gegebenenfalls mit dieser Linie vorhaben. Wir haben ja zwischen Potsdam und Berlin in der letzten Folge die Triebwagen nochmal verlängert. Ich weiß nicht, ob wir da auf Dauer immer Triebwagen fahren lassen müssen. Ich war ja mal am Überlegen, eine schnelle Linie zu machen zwischen Luxemburg und Berlin. Das weiß ich nicht, ob ich das immer noch machen möchte. Wenn ich mir den Verlauf gerade so angucke, man könnte auch eine richtig schöne Linie, eine richtig schöne lange Linie machen zwischen Potsdam, Berlin, Cakesdorf, Burg Liebenau, Planitz und Luxemburg. Dass wir hier so einen Bogen fahren und haben richtig viel angeschlossen. Das könnte ich mir halt auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen, weil sonst hast du hier ja, vielleicht dann irgendwann mal von hier hinten Richtung Dortmund, dass man hier direkt drüber fährt, das macht vielleicht sogar noch Sinn, weil hier genau auf dieser Linie nichts liegt. Gut, in Dortmund hätten wir ein Gleis zu wenig, aber das kriegt man auch noch gehandelt. Aber ich glaube, ich würde jetzt schon mit der Idee gehen, dass wir hier so einen Bogen fahren. Das könnten wir dann doch schon mal in Angriff nehmen, aber wir fangen jetzt erstmal bei Cakesdorf an. So, wir brauchen wie viel Gleise? 2 für den Bogen. Wir brauchen auf jeden Fall 2 dann für die eine Richtung, für die andere Richtung. Und ich würde sagen, nochmal 2, weil wir könnten auch noch hier nach Kindenheim abbiegen. Dass wir hier vielleicht umsteigen, weil ich jetzt mal nach Kindenheim möchte. Irgendwie über Heinkenborstel. Aber dann wäre hier auch Endstation. Ich weiß nicht, was wir mit Wiel noch anstellen. Weil das ist ja gerade nur auf der Achse. Man könnte auch Mühlholz, Wiel, Cakesdorf machen. Okay, dann machen wir 4 Gleise. 400 Meter, ne, 320 Meter. Gucken wir uns erstmal an, wie lang das ist und wo das hier überhaupt reinpassen würde. Wir brauchen auf jeden Fall keinen Kopfbahnhof. So, 4 Gleise habe ich gesagt. Der Rest ist noch eingestellt. Okay, das ist so lang wie die ganze Stadt. Das ist natürlich nicht von Vorteil. Boah, wo setze ich dich denn hin, ohne die ganze Stadt abreißen zu müssen? Wir müssen ja auch gucken, dass wir irgendwie eine Hauptverkehrsstraße in der Stadt haben, damit die Leute gut von A nach B kommen. Und vor allem auch irgendwann unsere ganzen LKWs. Aber ich glaube, in dieser Stadt müssen wir einiges machen. Weil wenn ich das jetzt hier hinsetzen will, muss ich die halbe Stadt abreißen. Zweiter Straßenanschluss ist an. Ich würde das halt richtig gerne mitten in der Stadt haben. Bin ich schon ehrlich, dass der Bahnhof einfach mittendrin ist. Sollen wir das einfach mal angehen und einfach mal jetzt vieles abreißen? Und dann gucken wir mal. Wichtig ist nur, man darf nicht. Also es muss von jedem Gebäudetyp mindestens ein Gebäude noch
übrig bleiben. Irgendwie sowas war da mal. So, hier soll jetzt... Hier kommt jetzt der Bahnhof hin. Wie ich das drehe, ist eigentlich wurscht. Ich mach mal so, dann kommen wir da hinten vielleicht noch gut an den Straßen vorbei. Ja, das sieht jetzt alles nicht schön aus, dass wir eine ganze Stadt umbauen. Ich kann ja mal einen Screenshot machen, dann spoilere ich nicht immer direkt nach einer Folge, sondern jetzt kann man noch während der Folge miterleben, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Normalerweise mache ich die Screenshots immer nach der Folge, dann ist das fertige Projekt ja, oder dann ist das Projekt ja schon immer fertig. So, hier soll dann die Hauptverkehrsachse sein. Das können wir auch ruhig, kriegen wir das hier dran? Das sieht nicht aus. Dann kommst du hier dran, dann machen wir hier direkt. Ich glaube, hier werden wir viele machen müssen. Oh, das passt auch noch nicht mal von der Distanz. Ich würde hier dann schon mal einen besonderen Bahnhof. Ne, das noch. Das, der ist ja noch größer. Da muss wohl noch ein bisschen was weg. Weil dann machen wir das jetzt hier auch ganz künstlich und unterscheiden das hier komplett von allen anderen. Ja, das ist zu lang. Vielleicht setze ich die Straße dann auch noch mal um. Machen wir mal. Vielleicht wollen wir ja irgendwann mal... Ja, wir könnten hier natürlich auch eine Tram fahren lassen. Haben wir auch nicht so vieles wieder. Dann mal was anderes zu dem ganzen Busgefahre. Hier kommt auf jeden Fall noch ein Gleisvorfeld hin. Nee, du bleibst bitte so. Ja, jetzt ist auch noch die Frage, obwohl brauchen wir gar nicht. Warte mal, hier mache ich mal das Ganze. Ich bin gerade am Überlegen. Brauchen wir das? Brauchen wir echt überhaupt ein Vorfeld? Diese beiden Schienen, die werden nach Burg Liebenau führen. Da brauchen wir keinen Gleiswechsel, weil wir ja hin und zurück und wir sind mittendrin in der Linie. Am Ende, am Anfang jetzt vielleicht nicht, aber hier ist ja nicht, dann müssten wir eher hier wechseln. Wiel wäre dann eine der beiden und Kindenheim wäre auch einer der beiden Gleise. Deshalb ist das jetzt eher platzhaltertechnisch hier gerade. Weil ich suche ja dann immer noch einen Weg. Also wenn wir hier über Kindenheim fahren, dann haben wir hier halt die ganzen Gleise. Weil wir müssen ja dann auch vielleicht von zwei Gleisen auf ein Gleis kommen. Ja, ich suche halt noch den optimalen Weg, wie wir halt rüberkommen. Von der Seite des Bahnhofs auf die Seite des Bahnhofs. Da bin ich noch gerade ein wenig am überlegen. Ich mache jetzt erstmal auch hier. Das eventuelle Gleisvorfeld, falls wir eins brauchen. Aber auch hier ist ja die Geschichte genau wie auf der anderen Seite. Hier könnte man sogar echt gut mit einer Straße, mit einer Brücke drüber fahren. Das müsste sogar hinhauen. Die kommen jetzt auch wieder weg. Dann machen wir das Ganze hier doch einfach mal weiter. Die Strecke muss, glaube ich, auch komplett weichen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier ein... Ja, na gut, wenn was einfach wäre, wäre das natürlich auch viel zu schön. Das sieht natürlich gar nicht aus. Ja gut, steht da auch Brückenpfeilerkollision. Das ist eigentlich auch zu hoch. Also so sieht das ja nicht aus, so fährt ja kein Auto. Vielleicht müssen wir hier mal eine Kurve machen. Also vielleicht dann hier so drüber. Jetzt haben wir auf jeden Fall Platz. Ne, ich würde schon als Brücke, ich möchte nicht unten durch. Irgendwie so auf die andere Seite kommen. Das sieht aber nochmal schöner aus. Aber die Brücke gefällt mir auf jeden Fall besser als vorher. Dann oder auch nicht. Doch, so ist es schön geschmeidig nach oben. Das müsste auch realistisch jedes Auto schaffen. Dann könnte man hier, ich will jetzt nicht zu viele Gebäude abreißen, hier dann da, also hier an die Brücke gehen, die vielleicht nochmal vergrößern.
Und hier könnte dann... Ich mache das anders. Ich mache erstmal jetzt die Seite. Und das mal jetzt nur provisorisch. Das wird nochmal... Wenn ich dran denke, will ich die Straße nochmal verändern. Ich darf das hier halt nicht abreißen, weil sonst haben wir keine blauen Gebäude mehr in der Stadt. Das wird auch nochmal verändert, aber ich glaube, wir lassen jetzt erstmal so die Stadt wachsen, wie es hier gerade ist. Und da wieder ein paar Gebäude kommen. Ja, am liebsten würde ich halt auch noch hier irgendwie eine Brücke machen als Kurve. Können wir uns ja mal angucken. Ja, Autosave stört gerade so. Weil da kommen ja jetzt noch dann die Weichen hin. Die Gleise kommen da ja noch irgendwann hin. Aber das ist zu hoch. Das schafft kein Auto, da will man ja auch nicht mal als Fußgänger lang gehen. Ja, aber das ist vielleicht auch nochmal... Also hier müssen wir auf jeden Fall in der Stadt nochmal ein bisschen was verändern. Aber wir haben so viel abgerissen gerade. Das würde ich auch erstmal... Dann... Also da würde ich jetzt erstmal gerne nichts mehr abreißen. Ja, irgendwann müssen wir nochmal die ganzen Landstraßen neu bauen, die ich abgerissen habe. Ich weiß, hier hinten bei Mühlholz, die führt auch ins Nichts. Und wir können auch noch alte Schienen abreißen. Da haben wir auch noch sehr viele von... Überall. Na ne, ich finde das schon besser, wenn wir hier doch mal einen kleinen Tunnel haben. Guck mal, wo wir ungefähr hin wollen. Oh, wir müssen jetzt aber schon dann gleich gut nach links. So ein Tunnel finde ich besser, als wenn wir das komplett, als ob wir da komplett die Erde abtragen und dann... Und dann daher fahren. Da finde ich, so ein Tunnel sieht dann doch schöner aus. So, jetzt muss ich hier gucken. Rechts kommt gleich noch ein Gleis. Ich hoffe, das reicht noch. Ja, es müsste noch dicke reichen, ja. Gut, dann haben wir jetzt die in der letzten Folge die Wagen hier verlängert, damit die halt noch in eine weitere Stadt fahren können, wie es ausschaut. Jetzt ist interessant zu gucken, auf welche Gleise ich eigentlich muss. Wir halten hier und da. Okay, dann... Okay, wir haben auch nur drei Gleise in Berlin. Ist Berlin wohl nicht unsere Hauptstadt, wenn da einer der... Also wenn da kein großer Bahnhof ist. Mal gucken. So, hier fahren wir dann natürlich geradeaus. Ich würde schon gerne hier sagen... Ja, nicht an die Straße, sondern hier oben. Dass wir dann doch hier einfach mal so rüberfahren. Ah, kriegen wir das mit 100 km/h hin? Ja, perfekt. 100 und fahren dann da hoch. Haben wir das auf jeden Fall schon. Ah, hier fahren wir nicht so schnell. Ah, doch, über 200. Ich dachte, da stand gerade 175 oder so. Aber gut, ist auch noch schnell. Ich glaube nicht, dass das irgendein Zug auf dieser Strecke hinbekommt. Auch, ich habe mich aber auch noch nie mit den Zügen beschäftigt, die dann als Mod nach 2016 kommen. Also könnte natürlich auch sein, dass da irgendwelche Züge gibt, die richtig Power haben und auch richtig schnell beschleunigen. Also muss natürlich ein bisschen realistisch sein. Aber ob da dann irgendwas kommt, was jetzt dann so beschleunigt, weiß ich nicht. So, die Strecke haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gebaut. Da können wir mal ganz kurz ein paar Sachen verschwinden lassen. So, haben wir das. So, dann würde ich sagen, verlängern wir doch mal die... Ach ne, wir brauchen auch Signale. Ja, die müssen wir dann auf jeden Fall noch in der Folge machen. Ne, ich lasse mal weiterlaufen. Die Linie mache ich gleich mal jetzt erstmal die Signale. Gut, wir haben hier keinen Busverkehr und. Ich will einfach nur, dass die Stadt vielleicht wächst, dadurch, dass hier sich Leute anschauen wollen, wie so eine künstliche Stadt entstanden ist. Ich mache die Signale mal außerhalb des Tunnels. Vielleicht gibt es ja Leute, die haben Angst, wenn der Zug im Tunnel stehen bleibt.
Da kommen wir noch einmal hier vorne jetzt. Das waren jetzt vielleicht auch zu viele Signale. So. Dann gucken wir jetzt mal. Müssen wir natürlich auch hier. Hier habe ich ja geguckt. Hier fahren wir geradeaus. Hier fahren wir rüber. Und dann müsste das ja hier eigentlich auch funktionieren. Ich komme so, glaube ich. So finde ich die Linie, glaube ich, schneller. So. Potsdam Berlin wird dann gleich heißen Potsdam Keksdorf. Müssen wir auch gucken. Also wir wollen von Potsdam nach Berlin. Nach hier. Zurück nach Berlin. Und jetzt muss ich einmal gucken. Da war ja gerade ein Wegpunkt. Ob wir den noch brauchen. Ja, hier wäre er jetzt. Ich würde sagen, wir packen den einfach mal mit rein wieder. Weil der war ja mal nicht ohne Grund da. Und da wir noch 5 Minuten haben, ach, ich würde sagen, komm, eine ganz kleine Buslinie können wir in Keksdorf ja schon mal machen, dass vielleicht da einfach mal 2, 3, 4, 5 Leute mitfahren. Das macht er natürlich genau, sind die natürlich genau da am Bauen, wo eigentlich. Noch die Verbindung zum Bahnhof hin könnte. Weil jetzt haben, hier brauchen wir nämlich jetzt keine Buslinie. Deshalb habe ich da jetzt nochmal, bin ich das Risiko eingegangen, dass wir das da abreißen. Und hier haben wir eigentlich alle Personen. Also, ne, Bus brauchen wir gerade gar nicht. Jetzt habe ich natürlich, dass auch die beiden Gebäude jetzt nochmal irgendwo versucht zu bauen. Dann haben wir in Keksdorf jetzt auf jeden Fall. Oder mit Keksdorf eine weitere Stadt am Netz. Geld machen wir auf jeden Fall gerade noch genügend. Das sieht alles ganz gut aus. So, jetzt ist natürlich, also wir machen jetzt nichts mehr, wir können jetzt noch mal ganz kurz überlegen. Ja, Wiel macht ja Sinn. Also, dass wir vielleicht von, wir können uns ja mal angucken, wir fahren dann hier durch irgendwie, durch den Bauernhof. Haben ja noch ein paar Gleise übrig. Also, weiß nicht, was ich in Wiel gedacht hatte, dass ich da 6 Gleise gemacht habe. Gut, hier sieht man auch noch sehr, sehr viele tote Gleise, alle, die halt noch braun sind oder auf Holz gebaut sind. Das müsste ja dann hier eher Stein sein, müsste Holz sein. Was habe ich mir denn hier gedacht, dass ich 6 Gleise gebraucht oder 6 Gleise gebaut habe? Vor allem die Industrie siedelt sich einfach an unserem Personenbahnhof an und nicht hier hinten an unseren, da wo ich eigentlich ein Industriegebiet hätte. Aber hier ist wirklich, hier ist ganz klassisch, dass der Geschäftsbereich. Ja gut, hier ist es ein bisschen vermischt, aber hier ist die Industrie und der Rest ist dann Wohngebäude. Na gut, wir würden uns hier natürlich ein bisschen in die Quere kommen, aber das ist halt manchmal so. Es gibt ja genügend Züge, die müssen mal vorne im Bahnhof warten, weil ein anderer Zug da gerade lang fährt. Das ist ja auch okay, dann würden wir irgendwie hier oder dort. Ich denke mal, eher würden wir das hier nehmen, damit wir die Züge wenigstens schon mal ankommen. Hier müsste man gar nichts mehr verändern. Wir könnten die beiden Gleise sogar rausnehmen. Und fahren dann nach dahin, Mühlholz. Ja, das könnte eigentlich noch ein Plan sein. Dann reiße ich die schon mal ab. Mache hier schon mal die neueren Gleise hin, damit ich das hoffentlich bis nächste Woche im Kopf habe. So, hier ist der Plan. Und das deute ich auch einfach mal weiter an. Weil das wird mich, glaube ich, komplett verwirren, wenn ich die jetzt da weitergebaut habe. Das Depot kann auf jeden Fall modern werden. Das würde ich dann doch hier beibehalten wollen. Ist alles jetzt auch elektrisch auf der Seite? Ja, hier nicht, aber da weiß ich jetzt auch nicht mehr genau halt, wo die Gleise hinführen könnten. Aber das passt. Also hier hätten wir dann die Verbindung nach Mühlholz. Wenn wir das jetzt noch bauen würden, würde ich auf jeden Fall ziemlich lange überziehen, weil das hier könnte auch noch mal Zeit kosten, dass das schön aussieht. In Keksdorf sind sogar die ersten Personen. Es wird gebaut. Ist die Frage, steigen hier welche aus oder dreht er direkt wieder um? Sieht man das nicht hier? Passagiere, so und so viele Passagiere via. Wo war das denn zu sehen? Ne, will keiner nach Keksdorf. Da
Dann konnte man das denn sehen. War das nicht, wenn ich das hier drauf halte? Da. Einer will nach Potsdam, drei wollen nach Berlin. Ja, wir können ja mal gucken. Schon einer nach Kexdorf. Gucken mal, ob der hier... ob da gleich welche noch aussteigen. Ne, hier will keiner nach Kexdorf. Und hier auch nicht. Ja, die Linien werde ich jetzt noch umbenennen. Ja, in den Mühlholz hier werde ich mal Signale setzen. Können wir nochmal ganz kurz gucken. 77 Personen? Okay, da hat sich jetzt aber einiges getan. Dann sollte der jetzt auch nicht mehr 3 Millionen Minus machen. Da ist es knapp. Hier sind wir jetzt schon im positiven Bereich. Man hat ja gesehen, hier sind es auch schon 1,2 Millionen, wo der Unterschied ist. Der lädt aber einiges in Kexdorf gerade auf. Also scheint auch das jetzt so langsam, also fängt Kexdorf jetzt auch an, sich dann zu entwickeln. Weil wir haben ja eine starke Linie eigentlich, die wir jetzt da hinzugefügt haben. Gut, das wird jetzt alles dauern, bis sich die Stadt erholt hat bei dem, was wir abgerissen haben. Aber es kommt ja dann noch mehr dazu. Drei Städte kommen ja noch hinzu, die dann bei der Linie dazukommen sollen. Aber die Linie machen wir dann, glaube ich, nächste Woche. Also machen wir auf jeden Fall dann nächste Woche, weil dann haben wir das fertig. Kexdorf, Burgenliebenau, Planitz, Luxemburg. Ich glaube, das könnte eine echt gute Linie werden und auch eine echt rentable Linie bei so vielen verschiedenen Städten auf der Linie. Schön gerade Wege sind möglich. Wenig Steigungen. Wir fahren hier auch wieder durch so ein Tal durch. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Leistung, können dadurch mehr Passagiere mitnehmen. Es könnte eine interessante Linie werden, wenn die Städte dann dementsprechend gewachsen sind. Aber das soll es erstmal jetzt für diese Woche gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr könnt meine Ideen nachvollziehen. Wenn ihr andere habt, immer gerne kommentieren. Ich höre mir das ja immer gerne an. Aber ansonsten bin ich mal gespannt, ob wir das nächste Woche schon alles so hinkriegen und ob wir auch direkt schon Züge auf die Linie setzen. Ob sich das schon lohnt oder halt noch nicht, gucke ich dann aus dem Gefühl heraus. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche und bis Mittwoch. Ciao.